Und damit, Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Ganz genau, wir haben beim letzten Mal, wollten wir auf ein Origami-Festival und dann war da niemand da und auf einmal sind wir in den Kerker gefallen und es ist ganz viel passiert. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, Guys, ich empfehle sie euch direkt anzuschauen. Wir haben einen Pilz bekommen, der stellt 10 HP wieder her. Das ist schön. Oh, Mario, ich habe davon gehört. Ich auch. Olivia ist natürlich auch wieder am Start, ob wir wollen oder nicht. Genau, mit Y könnt ihr das straight up nutzen. Wir haben auch ein Inventory. Ja. Accessoires. Waffen. Die Map an sich. Und natürlich eine Information. Wo es jetzt erstmal noch nichts gibt. So. Laufen wir erstmal hier weiter. Guys, natürlich ist das Let's Play immer noch 4K 60 FPS. Und natürlich der Refolded Mod. Mario. Ich wusste gar nicht, dass du so der Draußen-Mensch bist. Naja, seitdem du mir hier geholfen hast. Was? Wenn du hier bist, kannst du mir ein bisschen mit den Zelten helfen? Ich bin mir sicher, dass sie ein bisschen, also. Wait, die Zelte sind neu. Das ist gar nicht im normalen Game drin, oder? Ich muss ein paar Bohnen kochen. Die Zelte sind neu, Guys. Oder? Vielleicht bin ich auch noch ein Auge für so. Aber für mich fühlt sich das gerade legit an, als wären die Zelte neu. Danke, Kollege. Weil es gibt ganz, ganz viel Neues, das die Mod natürlich auch hinzufügt. Neue Gegner. Customization und... Erstangriff. Wichtig. Wichtig. Ganz wichtig. So. Natürlich direkt wieder ein Kampf. Wahrscheinlich erklärt uns Olivia erstmal, wie es geht. Es ist schon eine Weile her seit dem letzten Kampf. Ja. Ganze 8 Minuten, das glaubt ihr mir nicht. Uns wird natürlich wieder erklärt, wie wir die Ringe drehen müssen, um das Ganze zu machen. Aber das ist ja gar ganz entspannt. Doch. Doch. Da, einmal auswählen. Einmal hier rein und fertig. Ich hoffe, ihr wisst alle Bescheid. Sowieso, also wer sich die Folge anguckt, ohne die letzte Folge zu sehen, gesehen zu haben, ist halt ein bisschen weird. Außer natürlich, ihr wollt die ganze Intro-Sequenz nicht sehen, weil ihr sie mittlerweile auswendig kennt. So wie ich zum Beispiel. Ja, ich kann meine Schuhe benutzen, um auf sie drauf zu springen. Ist das nicht cool? Ja, und jetzt werden uns noch die Action-Commands erklärt, dass wir im richtigen Moment natürlich A drücken, um die maximale Kraft zu holen. Ah, war nicht gut, war nicht so gut. Aber ist ja okay. Bin ja trotzdem down. Das wäre hiermit auch geschafft. Oh, letzte Welle. Oh, ist noch gar nicht fertig. Okay, woher kommen die nur? Weiß es nicht. Vielleicht aus diesem riesengroßen Wald? Oder von König Olli, der sie geschickt haben könnte. Man weiß es nicht. So. 1, 2, 3. Zack, rein da. Bumm. Ihr merkt, es ist noch ganz entspannt. Aber die Sache ist, dass es tatsächlich richtig heavy wird noch. Also ich sag's ganz ehrlich, es gibt häufiger Momente, wo ich so am Struggeln bin mit diesen Rätseln, das ist unfassbar. Genau, jetzt wird es noch erklärt, dass der Hammer ebenfalls ein Action-Kommando hat. Natürlich mit dem richtigen Timing machen wir mehr Damage. Außer man schafft's halt nicht. Sorry. So, das war super. Das war fantastisch. Kann ich bitte weitermachen? Hey, Olivia ist so nervig. Guys, Hashtag nervige Olivia einmal bitte in die Kommentare. Ja, unfassbar. Ist ja unfassbar. By the way, habe ich ganz vergessen in der ersten Folge gesagt, Link zur Mod und zum Ersteller natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Man, I thank you so much for creating this mod. Es wird episch. Wow, sieh mal, wie schön alles hier aussieht. Ich denke, hör dir mal die Spitze des Berges an. Was ist das? War da nicht mal das Schloss von Peach? Ich glaube, das wurde ein bisschen rausgerissen von meinem Bruder. Oh. Was? Da ist es ja. Ganz, ganz da hinten. Ja, und von diesen Luftschlangen wird sie irgendwie noch festgehalten. Ich werde dich aufhalten, Bruder. Ich als deine Schwester. Das ist meine Pflicht. Oh, und während wir gerade von Brüdern reden. Ich habe diesen grünen Hut runterfallen sehen, in der Nähe des Castles. Es tut mir so leid. Der grüne Hut war ein bisschen sehr krass mit dir verbunden, oder? Ja.
ich wusste es. Ist das ein großes Problem? Ich denke, wir sollten direkt dahin gehen und uns dort mal näher umschauen. Das ist doch eine wunderbare Idee, Olivia. Lass uns da doch mal hinsteppen. So. Erstmal speichern, ganz, ganz wichtig. Und ein bisschen hier das Loch füllen. Natürlich auch wieder nicht vergessen, ein paar mitnehmen. Man weiß ja nicht, was so auf einen zukommt, nicht? Rein da. Ich bin so gehypt. Ich bin wirklich so gehypt auf alles. Auf alles. Bam. Erster Angriff draufspringen geht natürlich auch. Direkt in Custom-Kampf. Haragumbas. Gibt es, glaube ich, erst ab der dritten Welt oder so. Ganz kurz. Und wisst ihr, was uns jetzt ewig lang erklärt wird? Dass wir jetzt zwei Züge haben, um zu drehen. Das heißt, wir können einmal den inneren, einmal diesen mittleren Kreis drehen. Das sagt uns dieser Pfeil da oben. Ja. I mean. Das Spiel ist aber auch schon so ein bisschen für Dovis gemacht. Aber natürlich, man muss es ja jedem recht machen. Ich verstehe schon. Aber ich finde es schade, dass wir Tutorials nicht skippen können. So. Die sind natürlich schon etwas heavier und stärker. Da muss ich mich schon mehr anstrengen, tatsächlich. Aber auch gar kein Problem für uns. Das ist natürlich wichtig. Schön, schön, schön. Wir kriegen natürlich wieder ganz viele Boni. Und auch sogar ein Herz zum Heilen. Ich habe eigentlich Angst vor allem, was hier auf uns... Wir sollten Geld mitnehmen, denn die Mod ist schwerer als das Main Game. Das kann ich euch, glaube ich, direkt schon mal spoilern. Es wird krass schwer. Es ist nicht die Legion-Mod, die die Kämpfe nearly unmöglich macht. Aber es gibt halt viele Gegner am Anfang, sind schon Gegner aus späteren Welten. Und es kann einfach sein, dass wir zu schwach sind. Und direkt das nächste. Diese Feuerblume ist neu texturiert. Die sieht eigentlich im Spiel ganz, ganz anders aus. Und ich finde es cool, dass auf solche Details geachtet wird. Es wird episch, es wird episch. So, laufen wir direkt hier an diesem blöden Stacheln vorbei. Und stopfen ein weiteres Loch. Oh ne, hier kommt wieder einer. Nein, aber der Hammer, der war doch schon am Schwingen, Mensch. Bro, was? Ja, wie soll ich auf die draufhüpfen? Wir werden niemals alle gleichzeitig treffen. Oh, wie soll das nur möglich sein? Oh, du kannst jetzt zweimal angreifen. Ihr merkt schon, ich mag diese ganzen Erklärungen im Game nicht. Bei Goomba, ja, da werden wir jetzt draufspringen und uns wahrscheinlich verletzen. Nein, wir können denen kein Damage machen? Yeah, man, that's not good. Vielleicht hätten wir da mit dem Hammer draufhauen sollen. Jetzt haben wir erstmal die vier Standard-Gumbas weg. Boah, ich habe Angst, wie viel Damage die machen. Mann, kein gut. Kein excellent. Okay. Jetzt wird einmal blockiert. Oh mein Gott. Auf jeden Fall heavy. Und wir müssen nochmal blocken. Ja, ich muss mit dem Hammer drauf, sonst mache ich den ja keinen Damage. Ihr versteht schon. Nein, komplett Timing falsch gehabt. Aber war okay. Oh, die Namen sind auch ein bisschen cursed oben gewesen, aber ist ja gar kein Problem. So, jetzt ein bisschen finishen hier mit dem Hammer. Timing, komm, bitte, exzellent. Ha! Ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. Aber ist ja kein Problem. Ja, trotzdem down. So. Haben wir mal direkt weiter. Direkt. Haben wir mal direkt weiter hier. Schauen, was sonst noch so kommt. Ein weiteres Loch. Ich will wirklich jede Coin mitnehmen. Du wirst zwar so mit Coins zugespammt in dem Spiel, aber ich habe echt Angst davor, was uns hier erwartet. Silence, das ist krass. Wir ziehen mal hier dran. Eine 10er-Coin. Und. Okay. Blätter. Bin mir sicher, mit dem müssen. Oh, es ist Memory. Oh. First try.
Ein vertrockneter Pilz. Nehme ich mit. Schade. Gar kein Problem. Hier. Hier. Dann das hier und das hier. Oh nein! Es gibt eine 100er und eine 10er Coin, das wusste ich nicht. Und zack. Wundervoll. Und jetzt gibt's etwas richtig funny side story. Seht ihr diesen Stern? Das ist das einzige Mal, dass der im gesamten Spiel vorkommt. Aber der hat die krasseste Musik der Welt. Okay. Collectible Schatz haben wir bekommen. Können wir im gesamten Spiel sammeln. Die Musik. Die Musik ballert wie Explosion. Ding, ding, dong, dong. Was passiert hier? Eine Blume fällt ins Wasser. Das ist wieder eine gute Blume. Das ist sozusagen der Jungbrunnen, nicht? Ich versteh's direkt. Oh, wie oft passiert jetzt ein Radio? Gugu Gaga. Radio. Okay. Nochmal? Nein, natürlich. Birdo? Jetzt wird's skurril. Ist Birdo tot? Boah, das kommt so fett aufs Thumbnail. Birdo ist tot. Das bringt Klicks. Noch was? Nein. Wundervoll. Ein Rollen. Ah, und jetzt kommen wir da hoch. I see. Passiert weirder Stuff hier. Das hat. Nein. Da hinten kann man noch was polen. Irgendwann wird er doch safe ein Gegner runterkommen. Nein? Halt nicht. Das war cursed. So, kann man da rein? Ja, natürlich kann man da rein. Actually haben wir echt wenig Leben und das macht mir Angst. Ja, brauchen wir nicht. Ich denke, wir brauchen diesen Party-Popper. Oh! Ein wunderbarer Haltkreis, ganz genau. Und natürlich das, by the way, ich habe auf Dingsteuerung umgeschalten. Weil dieses Bewegen mit dem Kabel dran ist halt echt nicht schön so. Okay, ich hoffe, ihr versteht. Was habe ich bekommen? Ein schrumpeliger Samen. Mhm. Was das nur bedeuten mag. Hier rechts habe ich auf jeden Fall direkt was gesehen, wenn wir ganz, ganz, ganz schön viel Konfetti da reinböllern. Ist schon Eier. By the way, wenn wir Konfetti so rumballern, verlieren wir das nicht. Nicht, dass sich manche Leute aufregen. Ein weiterer Pilz. Haben wir echt bald nötig. Direkt voll? Ah, fast. Gehen wir mal nach da vorne. Hier vielleicht noch der Baum. Komm. Gib mir noch so ein, zwei Schnipsel. Ja, wundervoll. Rein da. Was erwartet uns? Ein Baumstumpf. Das sieht doch aus wie ein Hebel hier. Aber ist okay. Hier geht's by the way weiter. Ich sitze davor. Jump, jump. Warte, hä? Ah, okay, wir kommen immer wieder an derselben Schuss. Aber es ist so ewig her, seitdem ich Paper Mario gespielt habe. Das ist ja schon unfassbar. Déjà vu. Es fühlt sich so an, als gehen wir irgendwie nirgendwo hin. Es fühlt sich so an, als würden wir immer wieder im Kreis laufen. Ah, da kriege ich Falten. Lustig, wisst ihr, weil es Papier ist. Ha! Wir sollten uns vielleicht mal hinsetzen irgendwo. Der Baumstumpf sieht doch schön aus. Ja, dann setz dich halt. Von mir aus. Hey, wer ist da? Kannst doch nicht hier auf unserem Gevatter Stumpfensprung sitzen, oder? Er ist schließlich hier der Älteste im Wald, also zeig mal ein bisschen mehr Respekt, Kollege. Ja, sicher doch. Die alle aus dem lokalen Dorf hier, die sind nur hierher gekommen, um niederzuhacken.
Oh, ja. Danke, dankt euch, meine Kinder. Oh Gott. Du, junger Mann, geh zurück in dein Dorf und sag deinen blöden, flachen Papierfreunden, wie es um mich steht. Keine Ahnung. Sagt es ihm. Vater Stumpfensprung hier, der wurde ein bisschen downgecuttet, das ist nicht schön. Das ist alles die Schuld von dem flachen Papier. Oh ja, Gevatter Stumpfensprungs, du brauchst Gevatter Stumpfensprungs Einverständnis, damit du hier wieder je aus diesem Wald rauskommst. Sonst wirst du für immer hier sein. Für immer? Ey, heißt das wirklich, dass wir niemals hier rauskommen? Können wir nicht irgendwas machen, Gevatter Stumpfensprungs? Wir sind nicht dieses Flachpapier, was euch das angetan hat. Und ich bin nicht mal flach, ich bin Origami. Oh, Origami sagst du? Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber nun gut. Wie dem auch sei. Dann wirst du vielleicht... Ich habe keine Ahnung, was Assistance heißt. Wenn du was finden kannst, mich wieder jung und groß werden zu lassen, dann lasse ich euch gehen. Das ist doch eine gute Idee. Das wäre so wundervoll. Vielen, vielen Dank. Vielleicht haben wir irgendwas, was ihnen helfen kann. Frage mich nur, was? Aber wir werden dir helfen. Wette, ich denke, ihr werdet dem Vater Stumpfenschunk helfen. Also könnt ihr ein bisschen noch weiter herumwandern. Das ist richtig Doorstep von euch. Dankeschön. Ja, nun gut, Children. Child. Oh, mein, es tut mir leid. Nun denn, geht einfach los und schaut euch ein bisschen um. Vielleicht findet ihr etwas, um ihn zu... So leid. Vielleicht findet ihr etwas, um ihn... Schönern. Ach, keine Ahnung. Rein da. Ich bin nicht der Beste in Englisch. Es tut mir leid. Ja. Oh, Speicherblock. Speicherblock. Und ein weiteres Loch zu stopfen. Guys, by the way, ihr könnt rechnen, dass dieses Projekt 60, 70 Parts lang wird. Das heißt, es wird safe ein halbes Jahr oder so laufen. Macht euch einfach darauf gefasst. Wir werden hier eine ganz entspannte Zeit zusammen haben. Es ist schon wieder eine Weile her seit dem Battle. Nein, ist es nicht. Wir werden sie natürlich direkt wieder ableihen. Ab einem gewissen Zeitpunkt werde ich euch unnötige Kämpfe oder so auch rausschneiden. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil die sind halt wirklich meistens immer gleich und lang. Vor allem solche Standardkämpfe. Ich mag es auch nicht, dass mir immer noch erklärt wird, wie es geht. Wirklich, ist unfassbar. Diesmal alles exzellent, da bin ich direkt zufrieden. Das waren ja zwei Gummas, das heißt, es gibt noch eine weitere Welle. Und ja, wieder mit dem Hammer, I guess. Ganz genau. Wunderbar sind die beiden auch. Zwei Pilze? Ich bin der Meinung, das Spiel möchte, dass wir Pilze haben. Aber bis jetzt haben wir noch gut Leben, deswegen würde ich erstmal sagen, ja, nee, lieber nicht. Ja, komm, es ist doch langweilig. Es interessiert niemanden, was du sagst. Also wirklich. Zwei Pilze? Oh, und ein Riesenloch, was wir erstmal stopfen müssen. Aber kein Problem für uns natürlich. Wir sind ja hier die Baumeisters. Kann nicht glauben, dass ich einer dieser gefalteten Dinge in mir drin hatte. Es fühlt sich so an, als würde man in ein Spinnennetz laufen, oder? Weiß ich. Oh mein. Vielen Dank. Warum sind diese gefalteten Wesen so komisch drauf? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt erstmal ganz gerne hier den Entspannten machen. Und hier links weiter. Oh, jetzt ist es doch noch eng geworden zum Schluss. Boah, ich schicke ganz, ganz, ganz schön viel Konfetti her, Kollege. Nein, den bitte auch natürlich. Es gibt nicht genug Konfetti. Ich glaube, der droppt aber auch nicht mit. So, kommen wir doch mal hier rein. Ein weiterer Minischatz für uns.
Ganz genau, ein Pilz. Nummer 2. Es gibt viel zu viele davon. Deswegen safe nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier hin und checken das hier mal ab. Hey, das sieht doch aus wie dieser Brunnen vorher, wo alles so jünger geworden ist und so. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen ruhiger. Findest du nicht auch? Weiß ich nicht. Wir können Dinge reinwerfen. Ja, erstmal den Mushroom. Weil ich schätze, den haben wir dringend nötig. Es ging ja schon bombastisch los. Im ersten Part. Wir haben schon ziemlich Damage genommen. Oder war das in dem Part? Ich weiß schon gar nicht mehr. So. Und jetzt natürlich noch dieses... wie hieß das? Verwelkte Korn? Schrumpelte Korn? Jetzt halt aus wie neu. Oder nicht? Hätte ich direkt so gesagt. Seelensamen. Hast du das gehört? Das hört sich an wie Gevatter Strumpfstrunk an. Es hat sich angehört, als würde er weinen. Wir sollten ziemlich schnell dahin gehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das hoffe ich tatsächlich auch. Deswegen lass uns da direkt mal vorbeischauen. Hier noch ein bisschen. Dankeschön. Ja. Und Freddy, ich brauche noch ein bisschen. Die Augen gehen einfach mal so hart ab. Hör dich die Augen von den Bäumen an. Ja. I like. What? Da hinten laufen die Übeltäter vermutlich. Oh nein. Ich kann gar nicht hinsehen. Armes Ding. Ich kann nicht glauben, dass diese schrecklichen Dinger so etwas Gevatter Strumpfstrunk antun. Gevatter Strumpfstrunk, können Sie uns hören? Das sieht gar nicht gut aus. Wir könnten ihn doch wieder retten. Der ist doch einer dieser Löcher. Bisschen ZR drücken und dann geht's ihm wieder gut. Das ist doch eine gute Idee. Wundervoll. Was ist passiert? Ich habe mich gefühlt, als wäre ich so ein bisschen kaputt gewesen. Habe ich das nur geträumt? Es ist ja egal. Meine Erinnerungen gehen ein bisschen... Ja, ist ja egal. Gevatter Strumpfstrunk, du bist zurück. Let's see. Lass uns sehen. Schnurrbart, check. Gruselige Augenbrauen, check. Es ist Gevatter Strumpfstrunk. Alles ist wieder super. Ha, danke, dass du ihn gerettet hast. Yeah! Ich habe keine Ahnung. Weiter. Hast du was für mich? Ja, ich kann dir diesen super Samen geben. Funktioniert das? Wie fühlen Sie sich? Es ist Zeit. Watch out. Let's go. Das hatte ich nicht erwartet. Den gut ausgevatter Strumpfstrunk. Ich bin so glücklich für Sie. Ja, das ist super toll jetzt hier. Der kleine Samen, den ich genommen habe, das war alles, was ich gebraucht habe. Ich bin endlich zu meiner wahren Größe wieder zurückgekommen. Ich bin wieder jung. Ich muss euch nicht länger warten lassen. Außer ihr möchtet nochmal zu diesem Song tanzen. Nein. Hier, bitte, macht mal bitte den Weg für die Lady und den Mann mit Schnurrbart auf. Kein Problem, machen wir. Roger, let's go home. Great, jetzt können wir weiter. Ganz genau. Tschüss, Gevatter Strumpfstrunk. War nett, Sie gekannt zu haben. Kennengelernt zu haben, ups. Wo kommen wir raus?
Oh. Hier. Und jetzt kommt das Funnyste, was ich je gesehen habe. Sehe ich aus, als wäre auf meinem Rücken was geschrieben? Ich denke nicht. Ah, es ist so gut. Ich liebe es so sehr. Es ist wirklich so perfekt, wirklich. Der ist einfach dafür da. Apropos auf dem Schild stand drauf, ja. Nicht in den Wald gehen, bitte umkehren. Da wird wieder ein bisschen... Und Fatty Stuff eingesammelt, um die Loch zu stopfen hier. Geht ja gar nicht. Oh, erst die Coins. Ich glaube, die despawnen schneller. Komm, ein bisschen noch. Bisschen mehr noch. Rein da. Komm. Lecker, Schmecker. Wundervoll. So. Nächstes Collectible. Unsichtbare Blöcke. Werden wir auch nicht alle holen. Oh! Die Eisblume hat auch eine neue Textur. Wie cool. Aber was ist das? Sieht aus wie ein Gesicht, ein Kopf. Irgendwas steckt da drinne. Ich bin tot, Baba! Es ist soweit, meine Freunde. Warte, das ist so, sieht ein Tod aus? Ich habe mir sie anders vorgestellt. Ja, das ist, weil mein Gesicht so gefaltet wurde. Baba! Ah, es geht mir ein bisschen besser. Aber ich bin noch ein bisschen, du musst mich ein bisschen entfalten. Kein Problem. Ja, bist halt wieder wie neu. Ist doch super, nicht? Ja, ich bin flat wieder. Baba, danke dir. Ich wollte nicht unhöflich sein, Toad. Aber ich muss dich fragen. Wie bist du dorthin gekommen? Oh, das ist schlecht. Richtig schlecht. Diese komischen, gefalteten Typen, die haben einfach Toads gefalten und irgendwo hingemacht. Baba! Ja. Buff. Was haben die nur gegen Toads? Toads haben Rechte. Das ist Toad Abusing. Weiß nicht, was Abusing. Aber ja, ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Das fühlt sich so an, als hat mein Bruder weitere Fallschirme geschickt, um hier sein Unrecht zu treiben. Ich habe ein bisschen was für dich. Wir können dir helfen. Wenn du in einem Kampf Y drückst, dann helfen wir dich ein bisschen. Wir können dir auch ein paar tolle Dinge geben und so. Ja, das ist ganz wichtig. Oh ja, das kostet Geld. Baba! Ja. Das ist nicht gerade günstig. In Kämpfen helfen uns die Toad aus und es wird zum Zeitpunkt kommen, da werde ich sie wahrscheinlich jedes Mal benutzen müssen. Reden wir nicht drüber. So. Musik. Schön. Aber bis jetzt, außer in einem Custom-Kampf, haben wir noch nicht viel gesehen. Oder? Kann auch sein, dass ich wrong bin. Wunderbarer Toad noch. Aber danke, Mario. Ich werde da drin für eine lange Zeit gefangen gehalten. Ich suche nur die Badezimmer. Ruhe jetzt hier ein bisschen. Ja, also wirklich. Ich will den eigentlich gerne angreifen. Das ist ein weiterer Toad tatsächlich. Believe it or not. Ich habe für die Schaukel gewartet, aber der Typ, der hat mich einfach gefalten. Baba! Ich will noch nach da oben auf jeden Fall. Oh, viele lecker, schmeckotastische Coins. Und Feuerblume, let's go. Und dich hau ich jetzt nochmal. Ein weiterer Kampf steht uns bevor. Ist wieder so ein Standardkampf? Oder ist wieder das, was Neues introduced wird? Nein. Es ist wieder ein Standardkampf. War halt natürlich wieder nur so ein Standardkampf. Nichts Krasses. Lass uns mal noch hier rüber gehen. Was? Do, re, mi, fa, so, la, di. Was? Don't mind me. Okay. Ah, oh, hier ist auch ein Speicherblock. Das ist doch perfekt. Die Folge hier zu beenden. Ist das nicht schön? Ah, endlich können wir uns eine Minute ausruhen. Und damit werden wir auch wieder komplett vollgeheilt. Mario, du musst dich immer hinsetzen, wenn du sowas siehst, weil wir werden hier immer geheilt. Das ist ganz, ganz wichtig. Lauf nie an einer Bank vorbei, ohne dich hinzusetzen. Das werde ich nicht, Olivia. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn ihr einfach ein Abo da lasst. Passt die weitere Folge nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.